Heutzutage kommen Superheldenfilme alle paar Monate heraus. Doch damals, im Jahr 1989, Batman war ein Ereignis, ein Meilenstein. Seht weiter, um diesen besonderen Sommer noch einmal zu erleben. Oder erlebt es zum ersten Mal. Als die Fans des Dunklen Ritters hörten, dass ein Batman-Film in Planung war, setzten sie keine großen Hoffnungen darauf. Zum einen war die Batman-Serie aus den 60er Jahren immer noch fest im Kanon der Popkultur verankert, selbst als sich düstere Interpretationen ihren Weg auf die Comicseiten bahnten. Leider, und das bewies, dass die Wut der Nerds über die Besetzung von Superhelden älter ist als die sozialen Medien, war die Nachricht, dass Michael Keaton, der Beetlejuice-Filmemacher, die Rolle des Batman übernommen hatte, keine große Hilfe. Fairerweise muss man sagen, dass die Nachricht von Keatons Besetzung alle überraschte. Nicht nur Comicfans. Sogar der ausführende Produzent von Batman, Michael Arslan, behauptete, er habe die Nachricht zunächst für einen Scherz gehalten. Und Fachzeitschriften wie Variety machten sich offen über die Wahl lustig. Die Fans starteten Briefkampagnen, um das Studio umzustimmen. Einschließlich Petitionen. A little disappointing, because I guess if you're growing up watching the comics and reading comics and watching the TV show, it's a lot different than I expected. Wenn man bedenkt, wie viele Fans immer noch behaupten, Keaton sei ihr Lieblings-Batman, mag die Wut der Nerds unvorstellbar erscheinen. Doch bevor ihr euch ein Urteil bildet, solltet ihr bedenken, wie die breitere Masse in den 80er Jahren auf Michael Keaton blickte. Zu dieser Zeit waren alle von Keatons kommerziell erfolgreichsten Filmen wie Beetlejuice und Mr. Mom Komödien. Um zu verstehen, wie sich Batman-Fans fühlten, als sie erfuhren, dass Michael Keaton Batman spielen würde, muss man sich nur vorstellen, dass ein Schauspieler, der vor allem für seine Arbeit in Sitcoms bekannt ist, in einem Superheldenfilm mitspielen würde. Der Hype um die Veröffentlichung von Batman aus dem Jahr 1989 ist legendär. Ein Beweis dafür sind die vielen Online-Retrospektiven, die sich nicht unbedingt mit dem Film befassen, sondern vor allem mit dem Phänomen, das von der Medienindustrie von Warner Brothers geschaffen und damals oft als Batmania bezeichnet wurde. Scott Mendelson von Forbes schrieb, er sei vor der Veröffentlichung von Batman bewusst vom Batfieber gepackt worden. Bei Comics Alliance erinnerte sich Patrick A. Reed an die mit Süßigkeiten gefüllten Keaton-Köpfe in den Supermarktkassen und die Batmobile-Spielzeuge in Happy Meals, bevor er zu dem Fazit kam, dass die ganze Welt zu Betty geworden war. Die Washington Post erinnerte sich daran, dass der Hype den Film in ein vorbestimmtes Ereignis verwandelte und infolgedessen enorme finanzielle Erträge einbrachte. Es funktionierte. Batman spielte an seinem Eröffnungswochenende 43 Millionen Dollar ein und brach zahlreiche Verkaufsrekorde. Darunter den Rekord für den Verkauf von Eintrittskarten nicht nur am Eröffnungswochenende, sondern auch am zweiten Wochenende. Eines der einfachsten und wirksamsten Marketinginstrumente zur Bekanntmachung von Batman war das schwarz-goldene Fledermaus-Emblem, das 1989 scheinbar in jedem Geschäft zu finden war. Egal, ob man im Supermarkt einkaufte, in einem Kaufhaus Kleidung kaufte oder in einem Fastfood-Laden sein Mittagessen einnahm. Das Batman-Logo war überall zu sehen. Ein Teil der Genialität des Batman-Marketing-Angriffs bestand darin, dass man erkannte, wie ikonisch das Fledermaus-Logo bereits war. So war es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass auf den Filmplakaten nicht einmal der Name Batman zu sehen war, sondern lediglich das schwarz-goldene Fledermaus-Logo und das Erscheinungsdatum der 23. Juni. Paul Levitz, DC Comics Executive Vice President und Verleger im Jahr 1989, scherzte, dass die Hemden mit dem Bat-Logo so erfolgreich waren, dass es zu einer Knappheit an schwarzer Baumwolle kam. Die Idee, das Logo eines Superhelden in ähnlicher Weise für das Marketing zu verwenden, ist inzwischen praktisch obligatorisch geworden. Aber 1989 war es eine neuartige und effektive Nutzung der ikonischen Bildersprache. Die Hitsingle Bat Dance des verstorbenen Prince, die im selben Monat wie Batman veröffentlicht wurde, war in diesem Sommer ebenso unausweichlich wie jeder andere Hype um Bat. Bat Dance ist sowohl ein chaotischer Tanzsong als auch ein langsamer, funkiger Groove und ist großzügig mit Samples aus dem Film gespickt, einschließlich des wohl überraschendsten Ausrufs des Jokers. This town needs an enema. Die Single erhielt viele negative Kritiken von den Kritikern, erreichte aber dennoch im August 1989 die Spitze der Billboard-Charts. Und das Video ist wie der Song auffällig, wild und irgendwie zusammenhangslos. Prince spielt sich selbst in einer Art Batcave-Musikstudio und eine Figur namens Gemini, die halb Batman und halb Joker zu sein scheint. Bat Dance heizte nicht nur den bereits wütenden Bat-Hype an, sondern war auch ein großer Erfolg für Prince. Das Video wurde mit einem Soul Train Award ausgezeichnet und trug dazu bei, dass Prince Batman Soundtrack das erste Nummer 1 Album seit Around the World in a Day von 1985 wurde.
Die Vorstellung, dass Batman ein dunklerer Held ist, sollte sich nicht wie eine Offenbarung anfühlen. Oder? Wenn im 21. Jahrhundert ein neues Batman-Projekt angekündigt wird, kann man sich auf einen Vigilanten mit tiefer Stimme gefasst machen, der im Schatten wandert. Er grübelt, er trauert und er findet überall, wo er hingeht, Gargoyles, auf denen er sich niederlässt. Jüngere Fans wird es vielleicht überraschen, dass das Erbe des dunklen Ritters von Tim Burtons Batman von der Batman-Serie der 60er Jahre dominiert wurde. Sicher, die Fans der Vorlage wussten, dass Gothams größter Held in seinen Geschichten mehr zu bieten hatte, als nur die übertriebenen Parodien, die man in der Fernsehserie findet. Aber außerhalb der Comicläden dachten die meisten Zuschauer, wenn sie den Namen Batman hörten, an Adam West und Burt Ward, die die Wände hochkletterten oder an ihre lächerlichen Faustkämpfe, bei denen die Soundeffekte aus den Comics wie Pow und Biff über das Handgemenge gelegt wurden. Die Popkultur von dieser Assoziation zu befreien, war eines der Ziele des lebenslangen Batman-Fans Michael Aslan in seinem jahrzehntelangen Kreuzzug für die Verwirklichung von Batman. In der Dokumentation Shadows of the Bat sagte Aslan: 20 Jahre lang wurde das Wort Batman immer mit Pow, Zap und Wham in Verbindung gebracht, wenn jemand es erwähnte. Ich wollte das loslösen und zum Kern der Figur zurückkehren. In Anbetracht der zeitgenössischen Adaption des Helden ist es in Batman von 1989 eindeutig gelungen, den Helden von seinen Tagen als Batusi-Tänzer wegzubringen. So wie Batman das Publikum dazu zwang, sich mit einem dunklen Ritter auseinanderzusetzen, der mehr an Rache als an Wortspielen interessiert war, brachte Jack Nicholsons Darstellung des Jokers die Welt dazu, den gackernden Wahnsinnigen ernst zu nehmen. Auch wenn er im Vergleich zu den grimmigeren Darstellungen des Jokers im 21. Jahrhundert wie eine Karikatur wirkte, so hatte Nicholson doch eine Sichtweise auf die Figur, die stark von dem abwich, was die meisten Zuschauer erwarteten. Sicher, 1989 schlug Batman The Killing Joke von Alan Moore und Brian Bolland in den Comicläden hohe Wellen. Doch der Joker, den die meisten Zuschauer kannten, wurde von Cesar Romero in der Batman-Serie der 1960er Jahre gespielt. Romero weigerte sich nicht nur, sich für die Rolle seinen Schnurrbart zu rasieren. Vielmehr ist es unbestreitbar, dass der Held von Batman aus dem Jahr 1989 in diesem Film mehr Menschen tötet, als Romeros Joker in der gesamten Serie aus den 60er Jahren. Es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass Nicholson weitgehend für die komplexere Entwicklung des Jokers in der heutigen Zeit verantwortlich ist, als die Beschwerden des Mannes, der ihn 2 Jahre lang gespielt hat. Als die Associated Press ihn nach seiner Reaktion auf den Film von 1989 fragte, nannte Cesar Romero ihn, Zitat, langweilig. Romero beklagte sich: Nicholson, der so ein wunderbarer Schauspieler ist und so gute Arbeit geleistet hat, ist einfach so gewalttätig. Auch wenn es wahrscheinlich immer Neinsager geben wird, haben die Geschichten von Comic-Superhelden einen langen Weg zu einer gewissen Legitimität zurückgelegt. Und Batman von 1989 war einer der größten Schritte auf diesem Weg. In der Dokumentation Shadows of the Bat gibt Michael Aslan ein Beispiel dafür, wie Superhelden-Comics vor Batman gesehen wurden, das jedem Fan des Genres bekannt vorkommen dürfte. Während seines Studiums an der Indiana University in den 70er Jahren nahm Aslan an einem Programm teil, das es Studenten ermöglichte, Kurse zu bewerben, die sie selbst unterrichten wollten. Als er sich für einen Kurs über Comichelden bewarb, sagte der Dekan der Universität zu ihm, Comics seien billige Unterhaltung und Schrott, die es nicht wert seien, wissenschaftlich untersucht zu werden. Aslan zufolge antwortete er, indem er darlegte, wie die Entstehungsgeschichte von Superman die der biblischen Figur Moses widerspiegelt, woraufhin sein Kurs sofort genehmigt wurde. Der Erfolg von Batman trug nicht nur zur Legitimierung von Superheldenfilmen bei, sondern machte sie auch für Schauspieler und Regisseure attraktiver. In einem Gespräch mit der Washington Post zählte Andrew Farrago, Autor und Kurator des Cartoon Art Museum in San Francisco, visionäre Regisseure auf, die sich später an Superhelden-Franchises beteiligen, und fragte treffend: Wer hätte sich eine Welt mit Kenneth Branagh als Regisseur von Thor vorstellen können? Neben den vielen Easter Eggs sind moderne Superheldenfilme und Fernsehserien dafür bekannt, dass sie die Fans mit der Einführung von Figuren necken, die, sollte die Adaption des Ausgangsmaterials genau genug sein, in zukünftigen Geschichten zu Superhelden oder Schurken werden könnten. In Iron Man von 2008 wurde beispielsweise angedeutet, dass James Rhodes zum gepanzerten Helden War Machine wird, aber die Fans mussten noch einen weiteren Film darauf warten. Next time, baby. Batman lieferte uns schon sehr früh ein Beispiel für diese Form der Andeutung, indem Billy Dee Williams die Rolle des heldenhaften Bezirksstaatsanwaltes Harvey Dent übernahm. Jeder DC-Comics-Fan im Kino wusste, dass aus Dent der münzwerfende Verbrecher Two-Face werden würde. Mit dem Auftauchen dieser Figur schuf der Film bei den Fans das Gefühl, dass da noch mehr kommen würde, und zwar ohne sich anzubiedern oder die Referenz von den Dächern zu schreien. Und obwohl die Rolle schließlich mit Tommy Lee Jones neu besetzt wurde, löste das Franchise schließlich sein Versprechen ein
Two-Face in Batman Forever in Batmans Schurkengalerie aufzunehmen. Williams spielte die Rolle des Two-Face Jahrzehnte später ausgerechnet im Lego-Batman-Film. Batman erzeugte auch durch seine vielen Auslassungen das herrliche Gefühl, dass noch mehr kommen würde. Es war unmöglich, nicht zu fragen, wer Robin spielen sollte oder den Riddler oder auch den Pinguin, wenn er schließlich auftauchte. Die Fans besetzten die Fortsetzungen noch, bevor das Original überhaupt in den Kinos kam. Und er war lange in den Kinos. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.